So, nächstes Foto. Nächste Frage. Das ist hier die sogenannte Spezialkiefer. Ich habe sowas tatsächlich noch nie gesehen und entsprechend dankbar bin ich für das Foto von diesem wirklich faszinierenden Baumexemplar. Gerade bei einer Kiefer ist das umso eigenartiger. Bei Laubbäumen mag sowas noch häufiger vorkommen. Andererseits, wenn das ein Nadelbaum macht, dann ja, Kiefer, Eibe, sowas in die Richtung, sind da auf jeden Fall die Prädestinierten, die das überhaupt hinkriegen können. Was zum Geier ist da passiert? Wie ist das da gewachsen? Wie muss man sich das vorstellen? Hat da jemand ein Loch reingesägt? Natürlich nicht. Ne? Das werden wir jetzt wahrscheinlich alle nicht vermuten. Also, die Vermutung. So, wie kann das sein? Wie kann sowas zusammenwachsen? Folgendes, das ist ein Tiefzwiesel zunächst mal gewesen. Also, wir müssen uns vorstellen, der älteste Teil vom Baum ist natürlich genau das, was erstmal aus dem Boden rausguckt. Davon die Mitte, das äußere Holz ist immer das jüngste Holz, das Holz, das am nächsten an der Markröhre, also ein Jahrring Nummer 1, sitzt, ist immer das älteste Holz. So. Und als der Baum da gekeimt ist, muss er relativ früh, das sieht man an der Dicke von den beiden Stämmen im Wesentlichen, dem rechten Stamm und dem linken Stamm, muss der rechte Stamm sehr bald nach dem linken Stamm entstanden sein. Dass die also schon in jungen Jahren es einen Steilast gegeben hat, einen sogenannten, am Stamm, der linke ist wahrscheinlich der Primärstamm, und dieser Steilast, der Baum Schwierigkeiten hatte, sich zu entscheiden, was er nun supporten will. Steilast oder Stamm. Und das kommt selten vor, allein das ist schon mal eine große Seltenheit. Gerade auch bei Kiefer, aber bei Kiefer ist es noch halbwegs hin und wieder mal so. Trotzdem muss er sich entschieden haben, ungefähr beides gleich stark mit Nährstoffen zu versorgen, zu unterstützen. Und deswegen haben wir eben fast identisch dicke beiden Primärstämme. Ja? Auch, dass sich das so unten bereits gabelt und auseinanderwächst, ist sehr, 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 sehr selten. So, jetzt muss, als der rechte Stamm ursprünglich noch deutlich dünner gewesen ist, der linke Stamm wahrscheinlich ein bisschen früher dicker geworden ist, der linke Stamm dann diesen Querast gebildet haben, der jetzt in beiden Bäumen drin steckt. Das war ursprünglich mal ein normaler, wahrscheinlich relativ langer Ast, der da eben rechts vorbei am rechten Trieb gewachsen ist. Dran vorbei, wichtig. Ja? Und ja, wird auch irgendwann, wie gesagt, mal recht lang gewesen sein. Der rechte Stamm, sage ich jetzt mal, ist dann fröhlich weitergewachsen und der entsprechende Ast war im Weg. Das heißt, der Stamm ist gegen den Ast gewachsen, als der immer dicker wurde und immer dicker wurde. Und der Ast ist selber auch immer dicker geworden, sodass die zusätzlichen Jahrringe, die außen am Ast und außen am Stamm dazu kamen, aufeinander zugewachsen sind und irgendwann gegeneinander gestoßen sind. So, und jetzt passiert Folgendes. Wenn das... Also das ist selten, ja, das ist auch nicht selbstverständlich, dass das passiert. Aber es ist möglich, gerade wenn es das gleiche Baumindividuum ist, dass sich dann zwischen eben diesen immer weiter zusammenwachsenden die Rinde nach und nach ablöst, nach und nach auflöst und irgendwann die Kambien, also die Wachstumsschichten von Stamm und Ast, tatsächlich so sehr aneinander dran wachsen, dass sie miteinander verwachsen oder schichtweise einfach absterben und das Holz quasi damit, das ist immer die äußerste Grenze des Holzes, ist ja das Kambium. Also das Kambium des einen abstirbt, das Kambium des anderen abstirbt und das Holz damit quasi maximal dicht aneinander dran sitzt. Und an dem Punkt, wo das passiert ist, hat sich dann begonnen im äußeren Bereich, also am Rand dieser Zusammenprallstelle, eine neue Rinde zu bilden, neues Kambium zu bilden, dort am Rand dieses Zusammenwachsens neues Holz zu bilden und ist dann einfach da weitergewachsen. So, und im Lauf von ganz viel Zeit ist der Rest vom Ast, der da noch ursprünglich drüber hinausgeragt hat, über diesen Baum, muss abgestorben sein, war dann irgendwann nicht mehr interessant, weil der Ast zu weit unten ist, um nennenswert Nadeln tragen zu können. Da wurde es zu schattig am Waldboden oder halt eben sehr niedrig. Ist abgestorben, ist irgendwann vertrocknet, ist irgendwann abgekracht. Aber der Rest von dem Ast ist halt eben noch immer in dem Stamm drin gewesen.
Und da der Stamm weiter gewachsen ist und weiter versorgt worden ist mit Nährstoffen und gleichzeitig der andere Stamm auch weiter versorgt worden ist mit Nährstoffen, war dieser Verbindungsast damit jetzt quasi ein Bestandteil beider Stämme, damit wichtiges und wertvolles Holz hätte nicht absterben können in der Mitte und dann einfach irgendwie vertrocknet runterfallen, ohne eine massive Wunde beim linken Stamm als auch beim rechten Stamm zu hinterlassen. Und damit war die einzig sinnvolle Möglichkeit, wenn man jetzt diesen Baum personalisieren möchte und ihm einen Willen unterstellen will, wie er jetzt mit dieser sehr seltsamen Situation, wahnsinnig seltenen Situation klarkommt, dass er halt eben ein weiteres Stück biologisch gesehen, also funktional gesehen Stamm und nicht Ast, zwischen seinen beiden Einzelstämmen behält. Und so kurios das ist, das wird wahrscheinlich sogar noch stabilitätsfördernde Wirkung jetzt haben, dass der Baum damit deutlich stabiler dasteht, als wenn er dieses Zwischenstück nicht hätte. Also vielen, vielen herzlichen Dank eben für dieses Bild. Das ist ein wahnsinnig interessantes Baumexemplar. Habe ich so noch nie gesehen und schon gar nicht beim Nadelbaum. Laubbäume neigen dazu, sowas viel eher zu tun, weil sie einfach auch eine andere Verzweigungsstruktur haben. Bilden auch viel häufiger Tiefzwiesel aus, als das bei Nadelbäumen der Fall ist. Und daher ist das, ja, ich weiß nicht, ob der ein Naturdenkmal ist. Wenn nicht, wenn du mal gar nichts zu tun hast und Bock drauf hättest, das Ding zum Naturdenkmal erklären zu lassen, könntest du ja mal beim zuständigen Naturschutzgedöns, Naturschutzbehörde, untere Naturschutzbehörde heißt die, zumindest können die dir weiterhelfen, mal nachfragen, was denn notwendig wäre, um eben dieses Baumexemplar zu einem Naturdenkmal erklären zu lassen. Das könnte sogar sein, dass die da Interesse dran haben, wenn die wissen, dass das da steht. Damit macht man sich vielleicht nicht unbedingt beim zuständigen Förster sehr beliebt, aber kann auch sein, dass der das unterstützt. Auch mit dem könnte man mal reden, wenn dann Lust besteht. Ja? Also nur so als kleine Inspiration. Ja, ist auch nicht schlimm, den sägt auch sonst keiner um. So ein prächtiges Exemplar, das wird kein Förster, der ein Herz und eine Seele hat, einfach so umsägen. Keinenfalls. Schnitt! Nächstes Foto, die Kiefern-Naturverjüngung, habe ich gekriegt mit dem entsprechenden Rucksack im Bild, um einen kleinen Größenvergleich zu haben. Was ist da los? Wie kann das sein, dass dieser Wald so dicht ist? Das ist ja furchtbar, das ist ja ein Dickicht, da kommt ja kein Mensch mehr durch. Ist das natürlich? Wer hat das gepflanzt? Was soll das? Stimmt da irgendwas nicht? So, und das können wir recht kurz abhandeln. Tatsächlich haben wir hier eine im Kiefernforst eher ungewohnte Situation, dass hier eine massive Naturverjüngung stattgefunden hat. Das da ist also quasi ein absolut 100% Bio und ganz natürlicher junger Kiefernwald, der mit so vielen Samen da gewachsen ist, dass sich da einfach ein unglaublicher Dichtstand ganz natürlich gebildet hat. Das kann nur natürlich sein, weil kein Mensch könnte bei den momentanen Lohn- und Arbeitspreisen sowas pflanzen wollen. Das wäre völlig hoffnungslos. Also du willst ganz, ganz viel Geld verlieren für nichts. Ne? Und das ist eher unwahrscheinlich. Das ist saumäßig unwahrscheinlich. Und selbst wenn man das pflanzt man niemals so dicht. Das hat man auch früher nicht so dicht gepflanzt, jedenfalls nicht bei Kiefer. Auffällig ist, dass da doch recht wenig tote Bäumchen dazwischen stehen und dass es teilweise so ein bisschen wirkt, jetzt durch die Perspektive des Fotos, als seien die in Reihe und Glied gepflanzt, als gäbe es da schöne Pflanzreihen. Aber nee, es ist tatsächlich wirklich nur Zufall und dass die alle ungefähr den gleichen Abstand zueinander haben, ist einfach damit zu erklären, dass ein Mindestabstand von dem Abstand, den wir hier sehen, für die Bäume auch wirklich mindestens erforderlich ist, um überhaupt irgendwie wachsen zu können. Also das ist das dichtestmöglichste, was ein Kiefernreinbestand an Dichtstand erreichen kann. Noch dichter können sie nicht wachsen, weil dann haben sie individuell überhaupt keinen Platz mehr für die Wurzel. Man muss sich das auch so vorstellen, wenn man jetzt hier in den Boden reingucken könnte, dann wären die jeweiligen Wurzelballen dicht an dicht. Und auch wenn man in die Krone reingucken könnte, was wir jetzt aufgrund des Bildes halt so auch nicht tun können, ist auch nicht so wichtig, aber auch da ist nur noch ein ganz geringer Sicherheitsabstand von vielleicht 5 bis 10 Zentimetern zwischen den Kronen der einzelnen Bäume.
die wachsen dann einfach nicht noch dichter. Dazwischen würde keiner mehr passen, er würde weder eine Wurzel unterkriegen, noch würde er irgendwie es noch schaffen, da noch eine Krone dazwischen zu quetschen. Und da das offensichtlich eine Naturverjüngung ist, die nach einer Kalamität, also einem kompletten Ausfall des Bestandes oder einem Kahlschlag, also entweder natürlich oder eben menschgemacht, entstanden sein muss, sind die auch alle gleich alt. Das heißt, die sind alle zum gleichen Zeitpunkt unter den gleichen Bedingungen hochgewachsen und hatten damit in einem sehr homogenen Boden alle exakt dieselbe Chance, sich auszubreiten. Und das waren wahrscheinlich irgendwann mal noch viel mehr kleine Kiefern, von denen ist mindestens 90% gestorben, von den Mini-Mini-Kiefern, die da ursprünglich mal gestanden sind auf dem Boden, mindestens 90%, eher 95%. Und nur die, die zufällig in genau dem richtigen Mindestabstand zu ihren Kollegen gestanden sind, nur die haben sich durchgesetzt. Wir sehen hier also wirklich ein prächtiges Beispiel und deshalb auch herzlichen Dank eben für dieses Foto, für die Selbstregulierungskräfte der Natur. Mehr Überpopulation als die hundertprozentige Ausnutzung des Raumes, der gegeben ist, ist eben nicht möglich, wenn alles natürlich verläuft. Ja? Da braucht es dann schon uns, um zusätzlichen Lebensraum zu schaffen, wo eigentlich keiner ist. Aber das ist jetzt wieder, ne, geht schon wieder ins Philosophische. Ja, aber ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Das ist ein perfekt Naturverjüngungs-, ganz natürlicher, wenn man so möchte, abgesehen davon, dass die Ausgangsbedingungen natürlich nicht natürlich waren, aber, natürlich, Entschuldigung. Aber das ist fast schon ein Kiefern-Urwald, wenn man so will. Ja? Also je nachdem, wie man Urwald definieren will, kann man das so sehen. Also nicht böse sein, dass es da so eng ist, das ist Natur. So. Ich hätte dann noch eine Sache, zwei Sachen, zwei Sachen. Und zwar, das wäre zum einen Baumsprengungen. Dazu noch ein paar Bilder. Und zwar kann man da schön sehen eben die Tatsache, dass die Stämme hier in einer gewissen Höhe, das ist auch sinnvoll, einfach weggesprengt wurden. Und wenn ich sage weggesprengt, dann meine ich tatsächlich, dass man da hingegangen ist, Stückchen den Baum hoch, Loch reingebohrt, Stängelchen Sprengstoff, was da genau genommen wurde, kein Schimmer, da reingeschoben hat mit entsprechendem Fernzünder, dann irgendwo in weiter Ferne in Sicherheit gegangen ist, dann irgendwie was gebrüllt hat wie Achtung und drauf gedrückt und peng, hat den Baum da weggehauen. Kann man machen, kann man durchaus machen, hat Vor- und Nachteile. So, und das wird prinzipiell, wurde das ganz viel in Thüringen und Sachsen gemacht, vergleichsweise ganz viel in den letzten zwei Sommern, beziehungsweise nach den letzten zwei Sommern, weil da ja auch zum Teil Laubhölzer an Hängen abgestorben sind. Teilweise auch an Stellen, wo eben Straßen bedroht sind und wenn der Baum dann irgendwann von alleine umfällt, was ja früher oder später der Fall ist, dann wäre er auf die Straße gefallen, also wieder Verkehrssicherungspflichten, wollte man nicht haben. Kann ich jetzt nicht exakt sagen, was genau auf diesen Bildern jetzt der Grund war, weshalb man da gesprengt hat, aber wir haben es auch da wieder mit Hang zu tun, meistens mit meistens besonderen Situationen zu tun. Es gibt wenig Erfahrung mit Bäume sprengen. Das hat auch schon die Bundeswehr gemacht, die wurde auch schon eingesetzt, um das eben durchzuziehen mit der Sprengung. Man kann natürlich auch andere Sprengunternehmen, Sprengmeister, wer auch immer da sich zuständig fühlt, dafür hernehmen. Und der Vorteil liegt jetzt vor allen Dingen eben darin, dass man an diesen schwierigen Situationen, diesen schwierigen Hängen in der Höhe, wenn man will, möchte auch, dass da ein bisschen was stehen bleibt, das hat wieder biologische Gründe. So ein halber Baum ist als stehendes Totholz halt biologisch sehr wertvoll, Specht beispielsweise und was weiß ich, wer da noch alles drin wohnen kann. Und wenn man das jetzt machen wollen würde mit großer Maschine, geht nicht, weil am Hang kommst du mit großer Maschine nicht hin. So, dann mit Mensch, der da hochkraxelt und mit der Motorsäge das Ding oben absägt. Das ginge zwar, ist aber für den Menschen sehr, sehr gefährlich. Weil A, kann da irgendwie beim Hang gegebenenfalls dumm runterfallen. Zweitens, man weiß nie so genau, wie der Stamm fällt am Hang. Das ist auch immer schwierig, weil die Bäume ja da auch gestaffelt stehen, weil die ja nicht auf der gleichen Höhe stehen, sondern der eine steht halt 3 Meter weiter unten, der andere steht 3 Meter weiter oben und so weiter. Das macht es schwierig zu überblicken, wie die Bedingungen sind, wenn man da was fällt. Und ja, also im Wesentlichen ist es das, glaube ich, auch schon.
was man dazu sagen kann und sollte und muss. Es ist einfach gefährlich für Mensch und Material. Und wenn man das sprengt in sicherem Abstand und dann nur hochkratzelt, um ein Löchlein zu bohren und auch weniger nicht gleich den ganzen Baum abschneidet und dann halt noch dranhängt an dem Baum, den man gerade abgeschnitten hat. Der Stamm könnte ja zum Beispiel auch einfach runterrutschen. Ja, also gar nicht schön zur Seite kippen, sondern einfach runterrutschen und dann kracht einem die Krone quasi komplett in einen rein, sobald der Stamm runterrutscht und man hängt da ja noch in der Höhe von, weiß ich nicht, 5 Metern oder was das ist. Also auch das wäre ein potenziell möglicher Unfall, der da passieren könnte. Jo, und mit Sprengen hat das auch noch gleichzeitig einen positiven Nebeneffekt, nämlich, wenn man da oben das Ding wegsprengt, dann gibt es da keinen glatten Schnitt, sondern schön ausgefranst eine Verletzung und davon profitieren dann wieder Tierchen und Specht und Pilz, die dann den Baum befallen wollen, weil das ist so ein bisschen wie bei uns, eine schöne glatte Verletzung. Ja, die kann man vernähen, die gibt eine schöne gerade Narbe und das verheilt wieder gut. Hingegen, wenn das total ausgefranst ist und alles in Fetzen hängt, bitte nicht allzu bildlich vorstellen, dann wird das schwierig mit verheilen. Das ist natürlich extrem anfällig für verschiedene Keime und Sekundärschädlinge und so weiter und so fort. Und man möchte ja gerne, dass diese Bäume zu Biotopbäumen werden sollen. Und das passiert schneller, wenn man sie halt da oben so zerfranst stehen lässt, als wenn man einen schönen glatten Schnitt setzt. Das ist zwar nicht entscheidend, aber weiterhin noch so eine kleine positive Nebennutzung. Davon abgesehen, Sprengen ist mal wieder was, was natürlich Halligalli für die Bevölkerung ist. Kann man also durchaus publikumswirksam machen. Publikum natürlich weit weg, logischerweise. Aber ja, wäre Potenzial, dass da also auch was Cooles draus gemacht werden kann. Und technischer Ablauf habe ich gesagt, kraxelst du hoch, bohrst du Löcher rein, steckst du welchen Sprengstoff auch immer, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, rein mit einem langen Kabel, rennst hin zu deinem Detonator-Dingens, Zünder, wie auch immer das heißt, drückst da drauf und peng, haust die Krone halt eben entsprechend weg und man selber ist hoffentlich 50 Meter weg oder wie viel Sicherheitsabstand die dann halt jeweils einhalten. Für solche Situationen, gerade jetzt, wenn es auch schnell gehen muss und wenn man keine Zeit hat, Spezialpersonal ranzukriegen und so, ist das also echt eine Alternative und sollte ins Portfolio von der Forstwirtschaft auf jeden Fall aufgenommen werden. Habe ich aber jetzt zum ersten Mal wirklich 2018 gehört, dass das überhaupt gemacht wird. 2019 hat man damit weitergemacht. Ich denke mal, man wird es jetzt so schnell nicht mehr vergessen, dass es eine Option ist. Ja, coole Sache. So. Und dann nächstes Thema, hallo, ich weiß, man sieht mich kaum noch, aber ich bin theoretisch noch da, könnte eigentlich Licht anmachen. Zumindest ein bisschen Licht, das hilft, ja, ein bisschen hilft. Egal, pixelig wird es trotzdem sein, beziehungsweise körnig, egal. Das nächste wäre noch, es gäbe da ein interessantes Projekt von dem Felix. Und der Felix hat gefragt, ob ich da nicht vielleicht eventuell sein Projektchen mal erwähnen möchte. Und tatsächlich möchte ich. Und einen entsprechenden Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich finde die Idee wirklich sehr, 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 sehr cool. Ich baue hier auch mal kurz noch ein kleines Foto vom Felix seinem Kanal ein, dass man grob so weiß, worum es geht. Und gegebenenfalls den Felix mal gesehen hat. Denn der Felix hat da so eine Idee. Vielleicht einfach mal selber angucken. Es geht drum eine, ganz praktisch, und zwar nicht nur theoretisch, das war ihm wichtig, um eine KI tatsächlich, die, wenn ich das richtig verstanden habe, und bitte, bitte nimm es mir nicht übel, wenn ich das jetzt falsch weitergebe, ich habe es mir zwar nochmal angeguckt, aber ich habe jetzt so viel anderes Zeug wieder im Hirn gehabt zwischendrin, die man dann potenziell einsetzen könnte, um mal wertfrei, also das war zumindest mein Gedanke, dass das ganz interessant wäre, ohne subjektiv irgendwie beeinflusst zu sein, weil es ist ja eine KI. Eine KI hat nun mal keine Gefühle. Gegebenenfalls solche ethisch-moralischen Fragestellungen, wie wir jetzt in diesem Video auch ein paar Mal hatten. Beispiel Traubenkirsche. Soll sie weg, soll sie nicht weg? Oder rette ich die Kinder in Afrika? Oder rette ich die Kinder lieber in Indien? Oder solche Späße. Also quasi ein Computerprogramm, dass solche Fragestellungen nur hinsichtlich logischer Parameter beantwortet und da ethische Fragestellungen mal außen vor lässt. Zumindest ist das meine Idee, wofür man sowas einsetzen könnte. So eine gute KI quasi, die
Ne? Ein netter, nettes Gehirn, a nice mind halt, oder wie immer man das jetzt genau korrekt übersetzt. Und ich finde die Idee wahnsinnig spannend und würde mich ja mit der Umsetzung davon auseinandersetzen, wenn ich es dann noch zeitlich hinkriegen würde. Aber wer das prinzipiell spannend findet und wer sich auch mit der praktischen Umsetzung, ob man sowas oder wie man sowas programmieren könnte und sonst wie irgendwie ein bisschen dazu was einfließen lassen möchte. Und ich glaube, der Felix war wichtig, dass das jetzt nicht nur für irgendwelche Softwareprogrammierer oder ITler, sondern auch einfach für andere Leute wirklich interessant sein könnte, eben diesem Ding zu sagen, nach welchen Kriterien es auch irgendwas entscheiden soll und so. Dann finde ich das extrem spannend und ich bin wirklich gespannt, was aus diesem Projektchen wird und was vielleicht noch wichtig hinzuzufügen wäre. Das ist im Grunde ein Hobby und eine Idee und erstmal wirklich bloß... Ja, so ein bisschen Spielerei, im positiven Sinne, ja, gar nicht böse gemeint. Und der Felix will damit auch kein Geld verdienen oder irgendwie reich und berühmt werden. Und Werbung gibt's da auch nicht und all sowas. Also wer Freude dran gefunden hat, dass es keine Werbung gibt, der kann auch bei Felix gerne mal reingucken. Und gut, im weitesten Sinne mache ich ja jetzt Werbung für den Felix, aber... das kann ich wirklich ethisch, moralisch mit meinem Gewissen vereinbaren, weil der will auch nichts verkaufen und deswegen, ja, vielleicht einfach mal gucken, einfach mal schauen, mal vielleicht ein Kommentärchen dalassen. Den Kanal gibt's schon ein Weilchen, ist leider nicht auf die gebührende Aufmerksamkeit gestoßen bisher. Und viele Kommentare gab es wohl auch noch nicht, da könnte man ja gegebenenfalls, also auch wenn man dazu eine Meinung hat, ihm irgendwie was dalassen, was ihm gegebenenfalls weiterhilft. Also das wären so meine Anmerkungen zu dem Thema. Wie gesagt, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ein Bildchen habe ich euch jetzt hoffentlich eingeblendet. Und das wäre es dann an der Stelle auch gewesen mit so den dringenden Sachen, die ich jetzt für spannend und diskutiermäßig irgendwie interessant gehalten habe. Gewesen. Scheißsatz. So. Jetzt ist Zeit für Abendessen. Und zwar dringend. Ich habe nämlich Hunger. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben und alles. Und dann hocke ich, glaube ich, auch dieses Mal wieder im Wald. Dann brauche ich nämlich keinen Computer. Hoffe ich. Tschüss.